So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Quest. What the fuck? Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Reh persönlich zu uns herabsteigen. Erreiche die Absturzstelle. Keine Fett dazu. Komm her, Hörtchen. Gib uns das Relikt und wir werden dein Blut nicht vergießen. Geh mir nicht auf den Senkel jetzt. Ich bin mitten in einer Quest. Ich will es mit dir nichts zu tun haben. Och ja, weil die mir jetzt natürlich unbedingt auf den Senkel. Müsst ihr mir jetzt echt auf den Sack gehen? Bleib, schneidet ihm den Weg ab! Ein großer blauer leuchtender Stein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Naja, und wir sollen da rein. Das ist immer eine gute Idee, das ist nicht immer eine gute Idee, aber die Quest sagt es so. Ich frage mich, könnte sich das auf die Sonne beziehen? Diese Zahl ist wohl wichtig. Okay, das kommt vom Spiel. Ich wundere mich, was hier so übelst rauscht gerade, aber das ist vom Spiel selber. Löse das Sonnenuhr-Rätsel. Oh ja. Das brauche ich jetzt erstmal noch nicht zu plündern. Jetzt vergiften wir nicht. Löse das Sonnenuhr-Rätsel. Willst du da irgendwas mitmachen mit dem Ding? Hauptsache der Geier hier steht auf der Stelle. Das ist die 15. Ist richtig? Ich habe ein bisschen Probleme mit römischen Zahlen. Ich meine, es wäre die 15. Also X ist 10 und V ist 5. Aber ich meine, es wäre 15.
Aber was genau? Volltreffer versenkt. Aber was genau hat das jetzt mit zu tun? Das verstehe ich nicht. Muss da hinten irgendwo sein, an dem Ding da oder was? Das wird ja mit dem Gebäude da zu tun. Scheinbar, ne? Was da oben zu tun? Oder warte mal, das sind irgendwelche Dings. Da sind irgendwelche Symbole drauf. Warte mal, muss ich da hoch vielleicht die anzünden? Nee, ne? Das wäre doch so einfach, oder? Schwierig gerade rauszufinden. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind ja 9 Stück. Ich weiß jetzt aber nicht, warten bis 10 Uhr oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Ah, scheiße. Ey. Hier ist aber auch nichts zum... zum Öffnen oder was auch immer. Das ist das Problem an der Sache.
ist immer noch dunkel. Super. Aber trotzdem zeigt dieser Sonnenuhr-Dingens. Ja, wir finden es raus, ne?